Rund 270 Schüler der Ecolea hatten am 24. Juni im Kurhausgarten Warnemünde ihren großen Auftritt. Die internationale Schule in Rostock hatte zum traditionellen Sommerkonzert geladen. Die Mädchen und Jungen der Klassenstufen 5 bis 12 präsentierten eine abwechslungsreiche Mischung von Klassikern, von Hit the Road Jack bis zu modernen Rock- und Popstücken. Musik spielt bei der Ecolea eine große Rolle. Am Gymnasium in freier Trägerschaft wird jedes Jahr eine der 9. und 5. Klassen als Bläserklasse eingerichtet. Später können die Kinder in der Bläserklasse Plus und schließlich in der schuleigenen Big Band spielen. Musik hat ja einen Vorteil, dass die Kinder sich darstellen können, was sie ja eigentlich sehr gerne wollen. Auch. Das sieht man auch an der Begeisterung fürs darstellende Spiel. Und Musik fördert halt die sozialen Kompetenzen enorm. Die müssen, gerade wenn sie in einer Gruppe zusammen musizieren, müssen sie sich auch zurücknehmen können, sie müssen aufeinander hören, sie müssen sich aufeinander einstellen. Und das passiert alles, wenn sie das Stück aufführen, in Echtzeit. Chor bis zum Blockflötenunterricht. Die Ecolea hält ein breites musikalisches Angebot bereit. Neu ist eine Trommelgruppe. Jetzt im neuen Schuljahr wird es nur einen großen Musikkurs geben. Und alle Schüler, die sich darin einwählen, die machen was mit Stimme, machen was mit Trommeln und aber auch was mit dem Klavier. Schüler der 8. Klasse führten durch das Programm. Bands der Klassen 5 bis 10 begeisterten mit eigenen Arrangements von bekannten Rock- und Popsongs und sorgten für Stimmung im Warnemünder Kurhausgarten.